So, abgespeichert ist. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und untersuchen weiter diese Etage nach einem Schwert. Was so ziemlich das Wichtigste gerade ist. Und wir sollten gleich mal rasten. Aber ja, ein Schwert ist das Wichtigste überhaupt. Denn wir werden nicht den Beholder oder was auch immer das ist umbringen können. Mit so einem kaputten Kurzschwert. Aber ja, dich machen wir aus. Schlafen. So. Mana voll, Lebenspunkte voll. Sehr schön. Licht an. Karte gucken. Wir sind da unten. In den nördlichen Minen ist das Viech. Wir können uns da oben weiter umgucken. Also nach Norden bis zu dem Hauptbereich, dann nach Osten und dann links rein. Also Norden die Hauptgänge entlang. Rechts rum bei der Kreuzung der Hauptgänge hier. Und auf der linken Seite kam gleich der Durchgang. Und da lag ja noch einiges rum an Klimbim, das wir mitnehmen können zum Tauschen. Und der Vollständigkeit halber mal gucken, ob hier hinten was war, aber ist nichts, okay. Also, hier rein und links rum hatten wir die ganzen Sachen gefunden. Und auch ein paar Sachen liegen lassen. Das gehen wir schon mal auf Mitnehmen. So, da haben wir einen leeren Rucksack. Irgendwo sind ja bestimmt gleich wieder Ratten. Ein Chain-Käuf. Der war zwar angeschlagen, aber ist egal, können wir trotzdem verkaufen. Irgendein Zwerg nimmt er schon. So. Oh, eine Spinne. Hallo, Spinne. Ja, wir sollten definitiv demnächst auch zurück zum Ankh gehen, um den Ra-Zauberspruch auszuprobieren. Oder das Ra-Mantra, damit unsere Angriffskraft ein bisschen höher ist. So, ist das der? Nee, das ist die Abzweigung von eben. Okay. Aber apropos Angriffskraft und so weiter. Ich guck mal ganz kurz unsere Fähigkeiten an. Wir sind Level 8, haben 17 Stärke. 21 Dexterity, 22 Intelligenz. Warum haben wir so wenig Stärke? Okay, Angriffskraft 9. Oh, warte mal, hängt das von unserer Waffe ab? Dann könnten wir so gucken, was stärker ist. So. Ne, Angriffskraft 9. Okay, schade. Schwertskill 4. Keulenskill auch 4. Okay. Das ist komisch. Weil wir hatten von vornherein, glaube ich, 3 in Schwertern. Weil wir das als unser Waffenskill ausgewählt hatten bei der Charaktererstellung. Dann hatten wir einmal das Mantra gesprochen, was Angriffskraft, Schwerter und Keulen erhöht. Und komischerweise haben wir jetzt Keulen genauso hoch wie Schwerter. Obwohl das bestimmt am Anfang 0 oder 1 war. Das finde ich jetzt nicht so toll. Mana ist 6. Casting ist 0. Casting sollten wir mal erhöhen, damit die Heilzauber nicht so oft fizzeln. Und ruhig nochmal Mana erhöhen, damit wir uns öfters heilen können. Reparieren haben wir 10, Charme haben wir 10. Picklock 0, Praise 0, Swimming 3. Missile X, Unarmed Defense. Also ja, ich denke, Ra wird direkt Attack erhöhen. Defense wäre auch wichtig. Lebenspunkte wären sehr wichtig. Aber da wissen wir nicht, wie wir das machen. Ich glaube, wir haben jetzt noch 2 Steigerungen übrig. Mindestens. Also ja, du in die Hand. Hier ein bisschen weiter erforschen und dann demnächst zum Ankh zurücklaufen. Hier ist nix. Ganz schön viele kleine Räume hier. Oh, ein Buckler. Was für ein Buckler bist du? Ein schwer Beschädigter. Also auch verkaufen. Und Pilz. Dünn, 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 dünn. Dünn, 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 dünn. Ganz schön viele Knochen. Kein gutes Zeichen. Und eine Schriftrolle. Diesmal nicht links drücken, sondern rechts. Oh, oh, Spinne. Komm schon. Ah, vergiftet. 10, 10.
Ja, sehr gut. Ja, vielleicht sollten wir doch erst Schwerter erhöhen. Damit wir öfters treffen. Oh, noch eine. Okay. Oder auch nicht, weil wir haben schon zwei miteinander getroffen. Ja. Drei Treffer aus vier Schlägen, das ist vertretbar. So, Auge, Rechtsklick. Du liest die Schriftrolle. Es sagt, dass Un dafür sorgt, dass man bessere Deals bekommt. Was? Wir hatten doch gerade schon Hun bekommen, durch das man bessere Deals bekommt. Also das Mantra Hun. Jetzt haben wir ein Mantra Un. Das finde ich komisch. Also vielleicht ist das eine ja Schätzen und das andere Verhandlungsgeschick. Skills. Waffenskills. Coin. Law. Vielleicht ist eine Law. Und das andere ist Appraise. Ja, okay. Aber trotzdem nicht so wichtig, denke ich. Ich meine, wir finden so viel Zeug, das wir verkaufen können. Da ist es ziemlich egal, ob wir einen guten Deal machen oder nicht. Wir werfen einfach so lange mit Zeug zu, bis er das annimmt. Eine Pflanze, die wir nicht mitnehmen können, okay. Schrott. Schrott. Schrott und kein Schrott. Wir haben ein Schild, eine Battle Axe und Chain Boots. Unsere sind schon ziemlich angeschlagen. Das heißt, wir ziehen die 9 mal an. So, du kannst eigentlich hier bleiben. Du bist die Unrolle. Du kommst dahin. Können wir die auch noch mitnehmen? Nee. Serviceable Small Shield. Serviceable Buckler. Ein Buckler ist klein, aber es ist aus Eisen. Ein Small Shield ist groß, aber aus Holz. Also ich, real life technisch, wenn ich im Mittelalter leben würde, würde das Ding hier nehmen. Weil es leichter ist und größer. Also ja, wenn man gegen Axtkämpfer kämpfen würde, hätte man ein Problem, weil der das Ding zersäbeln könnte. Aber selbst das dauert eine ganze Weile. Aber ich denke, beim Spiel wird Metall einfach besser sein. Wir sollten uns kurz heilen. Aber ja, lassen wir liegen. So. Das war sein Spinnennest hier. Gucken wir gleich mal auf die Karte. Ob wir hier alles abgegrast haben. Karte. Ja, sieht sehr gut aus. Außer hier. Also gehen wir jetzt nach Süden und halten uns links an der Wand. Süden. Links an der Wand. Rechts würde es jetzt rausgehen. Oh. Okay. Abgeschlossen. Da hinten ist ein Schalter. Erstmal ganz kurz gucken, ob wir irgendeinen Schlüssel dafür haben. Nein. 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 Und das war's. Können wir vielleicht mit der... mit einem Stock. Wir haben keinen Stock mehr. Was bist du? Du bist ein Zauberstab. Wand, ja. Genau, weil deine Mensch hat ja gesagt, dass... ja, mit einem Stab bei den Goblins rausgekommen ist. Vielleicht kann man mit Stäben wirklich durch Gitter durch die Knöpfe drücken. Das wäre natürlich sehr praktisch. Aber ja, ansonsten ist hier nichts. Das heißt, wir gehen jetzt nach Süden, raus aus diesem Bereich. Ja, das fehlt. Da sind wir ja schon fast durch mit dieser Etage. Das ging aber schnell. Okay. Das Einzige, was fehlt, ist hier die nördliche Mine. Wo wir nicht wirklich wissen, ob wir uns dahin trauen können oder nicht mit unserem Kutschwert. Das heißt, wir sollten jetzt zuerst zum Ank gehen. Also nach Westen.
und da dann die Mantras benutzen. Dum, 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 dum. Und dann hoffen wir einfach, dass wir dank der Mantras den genug Angriffskraft haben, um selbst mit so einem alten Dolch genug Schaden zu machen. So, wir müssen hier rein, eigentlich. Genau. Und uns eigentlich einfach nur links an der Wand halten, um irgendwann nach Nordwesten zu kommen. Das war dieses Holzlabyrinth. So, so, so. Das sieht gut aus. Zack. Ich würde gern dich benutzen und das Mantra Ra sprechen. Jo. Du hast deine Angriffskraft stark erhöht. Wie viel ist stark? Wir waren bei 9. Elf. Okay. Oh, das ist wirklich viel. Nochmal. Aber wenn ein Kampf schnell vorbei ist, dann müssen wir nicht so viel einstecken können. Und wir haben eh gerade keine defensiven Dinger da. Schwert wäre noch ganz schick. Mana wäre ganz schick. Aber wir müssen jetzt etwas Garstiges, Fieses, Fliegendes mit Tentakeln umbringen. Also ich glaube, ich mache nochmal Ra. 13. Einmal noch Mana. Oder doch Hun oder Un probieren. Nee, komm. Ah, 15. So, das muss jetzt wirklich reichen. Für eine ganze Weile. Das heißt, wenn wir demnächst noch ein Level up bekommen, dann trainieren wir irgendwas Defensives, wenn wir es inzwischen gefunden haben. Oder sonst Mana und Schwerter. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Karte, ich bin im Kreis gelaufen. Osten und rechts an der Wand halten. Osten ist eine Wand. Osten. Habe ich rechts an der Wand gesagt? Ja, habe ich. Okay. Jo, schaut gut aus. Okay. Rumpelkammer? Fragezeichen. Ausrufezeichen. Das heißt, wir laden das alles da einmal ab. Und dann gucken wir einfach mal in die Mine und schauen, ob wir das Ding umgebracht kriegen. Weil die haben ja auch von der Spinne so gesprochen, als wenn es irgendwas ganz, ganz Schlimmes wäre. Das war eigentlich nur eine stinknormale Spinne. So, also du, Boden. Du, Boden. Du, Boden. Du, Boden. 10. Sehr schön. Einmal Heilung. Und einmal schlafen. Vorher Licht ausmachen. So, da müssten Lebenspunkte jetzt voll sein und Mana eigentlich auch. Fast. Ja, sehr schön. Licht wieder an. Und von hier aus gab es auch einen Zugang zur Mine. Die wäre dann genau hier. So, Schwert raus. Und hier sind Trümmer. Ah, okay. Die Trümmer müssten wir also wegräumen, um gegen das Biest zu kämpfen. Okay, dann schauen wir uns doch erstmal in Ruhe in der restlichen Mine um. Ich glaube, hier waren noch ein, zwei Ecken, wo wir nicht waren. Räumen hier auf und sind gleich vergiftet. Achso, das ist, so, dich mitnehmen. Angucken. Für bessere Sicht sprich Lu. Lu, Sicht. Wie jetzt? Sicht. Was könnte das sein? Vielleicht Fernkampf. Oder Suchen. Suchen wird es sein. Sneak Picklock, Robot Prey Swimming. Ne. Ja, Suchen. Ich weiß nicht. Machen wir das aktiv oder muss man wirklich irgendwas drücken, um was zu finden? So, da sind noch welche. Also südwestlich und links an der Wand lang. Südwestlich, links an der Wand lang.
So. Nix. Oh, da war was an der Wand geschrieben. Instabile Mine voraus. Oh. Ja, hinter uns ist mal eben ein Stein runtergepurzelt. Und da könnten wir jetzt rausspringen. Wollen wir aber gar nicht. Jetzt probieren wir doch einfach mal den Hammer aus. Den werden wir eh gleich benutzen müssen, um uns Zugang zu dem anderen Bereich zu verschaffen. So, benutzen. Auf Boulder. Zack. Und wir kommen einfach durch. Jo, sehr schön. Also wir können damit nicht wirklich die richtigen Einstürze zerstören. Also wenn man so einen Gang sieht, der voller Steine liegt, die können wir nicht frei machen. Aber diese einzelnen hellen Steine, wie das da eben, die können wir wohl kleinkloppen. Das ist okay. Dann gehen wir jetzt hier hin, speichern kurz ab. Und danach bringen wir das Monster um, wie sich das für einen Helden gehört. Also bis gleich.